wahrscheinlich ein bisschen ein längeres Video, bei dem ich auch ein bisschen ausholen werde, damit du verstehst, was ich auch überhaupt mit diesem Titel meine, mit dem Tanz mit dem Teufel. Aber wahrscheinlich hast du intuitiv schon dich angesprochen gefühlt und hast gesagt, ja, manchmal habe ich tatsächlich das Gefühl, ich tanze hier mit dem Teufel. Ich habe hier irgendwo einen teuflischen Tanzer. Es fühlt sich so an, als würde ich ab und zu mal in die Richtung gehen, in das Leben gehen, in die Realität gehen, in die Identität gehen, in der ich gerne sein möchte. Und dann plötzlich funkt wieder was dazwischen. Dann plötzlich wird mir alles wieder kaputt gemacht, dann wird es mir wieder zerstört, dann habe ich das Gefühl, es steht mir nicht zu, dann habe ich das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du das kennst. Und das ist genau das, was ich den Tanz mit dem Teufel nenne. Und wer ist der Teufel? Mit was tanze ich da? Ich tanze mit einer Identität, kannst du es nennen, von dir, weil everyone, everything is pushed out. Ein Wesensanteil von dir, eine Konditionierung von dir, mit der du tanzt. Und zwar mal in die Richtung, treibt sie dich in die Richtung, wo du möchtest. Und dann führst du wieder das Spiel deines Lebens oder dann übernimmt quasi der Teufel, die teuflische, konditionierte Ego-Identität wieder die Führung und dann bekommst du eben nicht das, was du willst, dann wirst du wieder enttäuscht, dann wirst du abgelehnt, dann bist du wieder nicht gut genug und so geht dieser Tanz mal ein bisschen dorthin, geschmeidig, wo du möchtest, wenn du die Führung übernommen hast. Aber in dem Moment, wo du wieder schwach wirst, wo du wieder in deinem Ohr die teuflische Stimme hörst, die dir sagt, oh, komm doch darüber, lass uns doch mal wieder links drehen. Du weißt doch, früher war das doch auch immer so. Und nach dreimal in diese Richtung gehen, ist es doch dann wieder so gewesen, dass alles nicht mehr so schön war, dass die Dinge kaputt gegangen sind. Und dieser Mechanismus ist der Tanz mit dem Teufel. Und diesen verdammten Tanz mit dem Teufel müssen wir erstmal durchschauen. Wir müssen durchschauen, woher dieser Tanz kommt, wieso ich überhaupt mit dem Teufel zum Tanzen gehe. Und dieses teuflische Ego-Ich, das sagt dir die ganze Zeit, dass du etwas nicht verdient hast, dass du für etwas nicht genügst oder nicht genug gegeben hast, genug gemacht hast und es deswegen nicht verdienst, dass du fehlerhaft bist, dass du nicht liebenswert bist, dass du nicht qualifiziert genug bist. All diese Dinge sagt dir dein teuflisches Ego-Ich. Und dieses teuflische Ego-Ich, das ist da, das lebt, das existiert in deiner Welt, das führt immer wieder in deiner Welt, führt dich immer wieder in deiner Welt zu den Dingen, zu den Erlebnissen, zu den Situationen, die du nicht haben möchtest. Und es ist so, so wichtig, dass du erkennst, ja, es ist wahr, es ist wahr. Das ist in meiner Realität, die ich mir erschaffe, dass ich mir da diesen Teufel rein erschaffen habe. Und natürlich habe ich das nicht bewusst getan. Natürlich habe ich nicht gesagt, ich brauche einen Teufel in meiner Realität. Aber es ist so, dass wir so konditioniert worden sind von dieser teuflischen Ich-Identität. Das ist das, was wir tatsächlich ganz, ganz tief in unserem Innern über uns glauben, gemacht worden sind. Wir sind glauben gemacht worden, dass wir limitiert sind.
dass wir nicht genügen. Wer hat uns das glauben gemacht? Unsere Gesellschaft. Unsere Gesellschaft funktioniert aus diesem Standpunkt, aus dieser Perspektive heraus, dass man genügen muss, dass man angepasst sein muss, dass man brav sein muss, dass man gut sein muss, dass man besser sein muss, dass man nie genügt, dass man immer wieder Fehler macht, dass man fehlerhaft ist, dass es Perfektion überhaupt nicht gibt. Und nach all diesen Orientierungspunkten haben wir uns ausgerichtet. Wir haben uns ausgerichtet nach diesem Konzept, nach diesem Wertekonzept, nach diesen Ansichten, nach diesen Überzeugungen haben wir uns ausgerichtet. Wir haben daraus unsere Rückschlüsse gezogen. Wenn ich eh nie genüge, muss ich versuchen, zumindest so weit zu genügen, wie es nur geht, mit meiner Kraft. Mit meiner Kraft, ich muss mich anstrengen, ich muss mehr lernen, ich muss mich immer wieder weiterentwickeln. Ich komme in dieses Hamsterrad, ich komme in Burnout, weil ich etwas versuche zu erreichen, was immer wieder das Level nach oben geschraubt wird, weil ich, wenn ich es erreicht habe, wieder erkenne, scheiße, sind wieder welche besser als ich. Ich muss noch besser werden, damit ich mehr kriegen kann, damit ich mehr haben kann. Ich muss weiter schuften. Und unser Universum ist ein energetisches Universum. Diese Energie, die aus dieser Vorstellung heraus generiert wird, diese Energie, die ich ausstrahle, wenn ich mit dieser Vorstellung unterwegs bin, die generiert und manifestiert im Außen Zustände, Aussagen von Personen, Situationen, die mir immer wieder beweisen, wie schlecht ich bin, wie ungenügend ich bin, wie kritisiert ich werden will. Jede Kritik, die du von außen erfährst, ist nur eine Reflexion deines eigenen inneren Kritikers, deines teuflischen Kritikers, den du noch nicht gestellt hast und den du noch nicht gezähmt und gezügelt und berichtigt hast. Solange du das Gefühl hast, in dir wohnt ein innerer Kritiker, erzeugt dieser Gedanke die Energie, die sagt, bitte kritisiert mich, bitte findet mich nicht gut genug. Aber das ist nicht die Außenwelt, die dir das sagt, sondern das ist die innere Welt, die du internalisiert hast, als du ein kleines Kind warst und nicht reflektiert hast, ob es gut für dich ist, diesen Glauben, diese Überzeugung anzunehmen oder nicht. Sondern du warst ein offenes Buch, in das wurde einfach hineingeschrieben und jetzt bist du hier unterwegs in deinem Leben und reflektierst und wiederholst dieses Buch, dieses Buch haben andere Leute für dich reingeschrieben. Und wenn du dieses Buch nicht aufmachst und schaust, was da drin geschrieben ist, was du immer wieder dir selber vorpredigst, dann wirst du dieses teuflische Buch immer wieder im Außen sehen und manifestieren. Das teuflische Buch, das du mitbekommen hast, damit du vergisst, dass du ein göttliches Schöpferwesen bist. Dieses teuflische Buch musst du aufschlagen
und erkennen, dass du dich daran gehalten hast, nach dieser teuflischen Lüge, dass du tatsächlich geglaubt hast, dass du ein limitiertes Wesen bist, dass du hierher gekommen bist, begrenzt und beschränkt und vor allem nicht genügend. Und das ist so tief in deinem Unterbewusstsein eingebaut, dass du keine andere Identität sehen kannst, bis du dieses teuflische Buch öffnest. Bis du dieses teuflische Buch dir vor Augen führst und siehst, nach was für Lügen du gelebt hast. Nach was für verlogenen Überzeugungen du gelebt hast. Und hier geht es nicht darum, irgendeine Schuld zu haben, aber hier geht es darum, jegliche Scham abzulegen, die dieses teuflische Buch dir weismacht. Weil dieses teuflische Buch, da steht ganz oben drüber steht, wenn irgendjemand weiß, nach welchem teuflischen Buch du lebst, dann wird dir alles genommen. Dann wirst du alles verlieren. Dann wird dich niemand mehr wollen. Dann wird dich niemand mehr lieben. Dann wird dich niemand mehr akzeptieren. Dann wird dich niemand mehr respektieren. Und dass du nach so einem teuflischen Buch noch lebst, weil du es noch nicht nach oben geholt hast, weil du es noch nicht reflektiert hast, wirst du daran spüren, dass immer wenn du etwas möchtest, dass du das Gefühl hast, es steht dir nicht zu, oder sogar, dass du das Gefühl hast, du solltest dich schämen, dir überhaupt das vorzustellen oder das zu wünschen. Und dieses Gefühl haben die meisten von uns, bis sie erkennen, dass sie hier den Tanz mit dem Teufel tanzen. Und bis sie den Mut haben, dieses teuflische Buch mal zu lesen. Und ich werde nicht den Mut haben, dieses teuflische Buch zu lesen, wenn ich nicht weiß, dass das ein von mir selbst kreierter, aktiv gehaltener, teuflischer Seinszustand ist, dem ich noch glaube, sozusagen eine teuflische Fata Morgana, ein teuflisches Spiegelbild, ein teuflisches Abbild, das mir weismachen möchte, dass ich der Teufel bin, dass ich die Ursache allen Übels bin, dass ich die Ursache alles Schlechten bin. Und solange ich glaube, dass ich das bin, dass ich tatsächlich das bin in Wahrheit, wird dieser Tanz mit dem Teufel nicht enden. Werde ich immer wieder aufgehalten werden auf meinem Weg. Wird mir immer wieder mein Glück genommen werden. Wird mir immer wieder Angst und Bange zumute. Weil das ist die einzige Absicht dieser teuflischen Ego-Persona, die in mir lebt. Sie möchte, dass es mir Angst und Bange wird, damit ich meine Power, meine Kraft, meine Macht nicht für das Gute, für das Schöpferische, für das Kreative, für das Ausdehnende, für das mich Begeisternde nutze. Weil wenn ich meine Begeisterung teile, wenn ich aus meiner Begeisterung heraus kreiere und generiere, wenn ich unaufhaltsam werde, dann hat das Böse keine Chance mehr. Aber jeden Moment, wo ich Zweifel und Angst bekomme, füttere ich den Teufel in mir und fordere ihn wieder zu einem Tänzchen auf. Und das ist
genau das Ding, was du durchschauen musst. Bitte durchschaue deinen Tanz mit dem Teufel. Durchschaue, was abläuft in deinem Leben. Durchschaue, worauf du hörst, welche Ansichten du glaubst. Und unterscheide jeweils, ob es die Ansichten deines dir implementierten Teufels ist oder ob es die göttliche Ansicht ist deines implementierten Divine Design. Und deine Aufgabe in diesem Leben ist es, das zu durchschauen, weil jeder Wunsch, den du hast, wird dir versaut. Jede gute Suppe, die du isst, wird dir früher oder später versalzen. Jede Anstrengung, die du machst, wird sich früher oder später nicht auszahlen. Und genau das ist der Tanz mit dem Teufel. Und wenn du diesen Teufel, dieses teuflische Spiel, diesen Tanz mit dem Teufel, diesen Tanz mit dem Ego, diesen Tanz mit der Angst durchschaust, dann hat das keine Macht mehr über dich. Wenn du durchschaust, was abläuft, wenn du durchschaust, wo deine Energie von dir transformiert wird in eine Richtung, in die du gar nicht gehen möchtest, in ein Gefühl hinein, dich in ein Gefühl hineinbringt, das sich nicht gut anfühlt, das dir Angst macht, das dich zweifeln lässt an allem, was du jemals wolltest, an allem, was du dir jemals gewünscht hast. In diesem Moment ist es für dich an der Zeit, zu durchschauen, was abläuft, zu durchschauen, wo du deine Macht und wo du deine Power hingibst. Weil du lebst nur in deinem eigenen imaginären Universum. Und solange in deinem Universum der Tanz mit dem Teufel stattfindet, wirst du niemals Traumleben, Traumbeziehung, Traumgesundheit, Traumkörper, Traumerlebnisse wirklich erleben und genießen können. Und diesen Tanz des Teufels zu durchschauen, dazu musst du schlauer sein wie der Teufel. Und der Teufel ist sowas von schlau. Der ist sowas von hinterhältig. Der erzählt dir immer wieder, wo du ein schlechtes Gewissen haben musst, wo du dich anpassen musst, wo du die Dinge anders machen musst, warum du die Dinge nicht so haben darfst und kannst, wie du sie haben möchtest. Und so weiter und so fort. Ich habe eine Methode, eine Möglichkeit, eine Klarsicht herausgefunden, wo du deinen Teufel entlarven kannst. Wo du diese ganze Lügengeschichte entlarven kannst, die dich gefangen und unterdrückt hält. Du kannst alles im Außen lesen. Dein Außen ist du, ist dein Buch. Und je nachdem, ob du dein teuflisches Drehbuch abspulst, weil du dein göttliches Drehbuch noch nicht sehen konntest, noch nicht kennenlernen konntest, weil dieses teuflische Drehbuch so präsent ist. Genau dann, wenn du all das erkennst, kommst du zurück in deine Macht, in deine God-State, in deine kreative Power und kannst alles genau so haben, wie du willst. Kannst jeden Menschen genau so haben, wie du willst. Aber der Witz ist, du hast schon alles genau so, wie du denkst. Und jetzt musst du lernen, so zu denken, wie du willst. Und das ist die große Herausforderung, das ist das energetische Spiel, weil jeder Gedanke ist ein energetischer Fußabdruck, ist ein energetisches Kommando für deine Manifestationskraft. Deine Manifestationskraft, die läuft, die läuft. Und je nachdem, welches Drehbuch du gerade durchlaufen lässt. So entsprechend zeigt sich deine Realität.